Route 5 steht uns bevor und damit auch ein neues Pokémon. Und das wusste ich nicht, dass hier eine Holo-Nachricht kommt. Tatsächlich einen Schritt vorher angehalten. Wunderbar. Unsere erste Holo-Nachricht. Natürlich, naja, von Tierno. Hör mal, ich bin gerade auf Route 5 und die wimmelt es nur so von wegen Pokémon. Komm schnell vorbei, das darfst du nicht entgehen lassen. Danke. Ich stehe ja nur davor und wieder gerade rein, aber ansonsten komme ich dann gerne, Tierno. Hey. Na, wie läuft's, altes Haus? Ich bin übrigens Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich sehe schon, du willst dich sicher, oder willst mich sicher gleich fragen, was die O-Kraft ist, aber lass mich dir diese Mühe ersparen. Die O-Kraft ist eine mysteriöse Kraft, die, wenn angewendet, diverse positive Effekte mit sich bringt. Oh ja. Also kann man beispielsweise deine Pokémon stärker machen oder dir mehr Geld verschaffen. Diese mysteriöse Kraft reicht sogar so weit, dass sie deine befindlichen Freunde ebenfalls Gutes widerfahren lässt. In diesem Sinne, empfange meine Kraft. Mehr Miteinander. Mr. Miteinander hat dir seine O-Kraft zuteil werden lassen. Du kannst jetzt Angriffskraft und Verteidigungskraft benutzen. Angriffskraft erhöht den Angriffswert, wer hätte das gedacht? Verteidigungskraft erhöht den Verteidigungswert, ist auch unerwartet. Und noch was, wenn du diese Kräfte schon fleißig einsetzt, steigen sie im Level an. Wirf zum Abschluss auch ruhig noch einen Blick in die Anleitung. Denk dran, du kannst über das PSS auf die O-Kraft zugreifen. In diesem Sinne, ich werde dann mal langsam verschwinden. Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Danke, mysteriöser Mr. Miteinander. So, der Kotoweg. Kotoweg, wie auch immer. Lucario! Geht's dir gut? Ich hatte gerade etwas Spezialtraining mit meinem Lucario absolviert, als plötzlich... Was hast du denn, Lucario? Hat etwas in der Aura dieses Jungen dein Interesse geweckt? Was sagt man dazu? Sieht so aus, als würde mein Lucario dich mögen. Danke. Weißt du, Lucario können die Aura der Menschen spüren und irgendwas in deiner Aura fasziniert ist. Dieses Lucario hier wetteifert übrigens immer mit meinem anderen Lucario. Vielleicht hat es ja nur darauf gewartet, mal einen starken Trainer wie dich zu treffen. Entschuldige, ich habe doch mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Conny, die Arenaleiterin von Yantara City. Wenn du fleißig Arena-Orden sammelst, werden wir früher oder später im Kampf aufeinandertreffen. Ich für meinen Teil freue mich schon darauf. Bis dann. Yo, Lucario. Brofist. Wir können hier nicht, doch wir können hier, wenn wir, glaube ich, mit Anschwung da drauf gehen, ging das, ne? Ja. Mit Anschwung da drauf und wir kommen an diesen Supertrank. Hier wurden nämlich, glaube ich, ein paar Inline-Skills erfordert, um hier vernünftig durchzukommen. Na, wirkliche Skills sind es nicht, aber ist auf jeden Fall nicht so einfach. Gehe vorsichtig. Ja, das wusste ich doch. Hier ist nämlich das normale Gras. Und wie gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollten wir unser Pokémon für diese Route nicht in diesem normalen Gras fangen. Sondern im Idealfall in den Blumen. Weil hier in den Blumen, meine ich, bessere Pokémon waren als im normalen Gras. Aus irgendeinem Grund habe ich nämlich damals Ewigkeiten, was heißt Ewigkeiten, also sondern mehr Zeit in den Blumen verbracht als im normalen Gras. Als ich hier alle Pokémon fangen wollte, weil es da irgendwie bessere gab. Wie gesagt, meine Erinnerung kann mich da vielleicht auch trügen, aber ich meine, das war so. Gehen wir mit Feuerschein und Blümchen in diesen Doppelkampf. Blümchen, Feechen. Mein Gott, Blümchen hätten wir es auch nennen können. Ist ja eine Blume. Naja, ist jetzt Feechen. Bluse und Minun. Papillon werden wir auf jeden Fall definitiv unser Vivillon nennen, denn da kommt ja auch der Name Vivillon eigentlich her. Von Papillon, nämlich dem französischen Wort, weil es die Kalos-Region ist ja in Frankreich angelehnt, dem französischen Wort für Schmetterling. Und ich bin halt die ganze Zeit auf Papillon gekommen, weil ich halt einerseits Französisch in der Schule hatte und deswegen wusste, dass Papillon Schmetterling oder irgendwas in der Richtung hieß. Ganz genau wusste ich es nicht mehr, weil es ist ewig her. Aber weil eben auch die Vorentwicklung Purmel und Poponcho hießen und dann irgendwie habe ich das P an das Vivillon auch irgendwie immer vorgelenkt. Keine Ahnung warum. Feechen kann hier aber mal wieder absolut nichts reißen und naja, gegen zwei Plusles macht eigentlich Skoppel am meisten Sinn. Dann kann Feierschein weiter auf Plusle gehen. Vielleicht kriegen wir einen Crit oder eine Verbrennung oder so, dann ist es auch weg. Wenn nicht erledigt, skoppel den Rest gleich.
Sollte schon irgendwie gut gehen. Wir haben nur gegen Elektro nach wie vor nur Skoppel. Und der ist leider noch nicht so weit, dass er hier vernünftig was reißen kann. Da er dafür erstmal eine Weiterentwicklung braucht, um etwas stärker zu werden. Er braucht auch bessere Moves und dann kriegt er eben auch erst den Boden-Type, um da dann eben auch Step drauf zu bekommen. So, da sind wir los. Fireshine erreicht Level 16. Und eigentlich müsste Feechen auch ein Level bekommen. Yep, Level 13 für Feechen. Oh Gott, war das wenig. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern. Länger als ich gedacht habe. Dann nehme ich doch mal den... Das ist riskant. Ne, ich mache den Ruckzuck-Hieb. Weil wenn Mino einen Ruckzuck-Hieb macht, dann weiß ich nicht, wie viel Schaden wir durch Bodycheck zurückbekommen. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Das zieht nämlich tatsächlich mehr ab als diese effektive Bodenattacke, weil da wie gesagt der Step dann auch fehlt. So, aber jetzt war es das definitiv. Ruckzuck-Hieb drauf da und notfalls doch eine Glut, die eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Dann haben wir diese blöden Plusel und Minun endlich erledigt. Ich glaube, Plusel und Minun konnte man hier auch fangen. Worauf ich jetzt nicht so Bock habe, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die bleiben uns erspart. Und stattdessen bekommen wir das irgendwas Neues, auf das ich es abgesehen habe. Wo haben wir den Schutz aktiviert? Haben wir, okay. Dann können wir hier unbesorgt durch. Da ist doch bestimmt was versteckt. Da ist nichts versteckt. Aber das sieht so aus, als wenn da, naja. Hm, es ist schon faszinierend, wenn Pokémon in Gruppen auftreten. Aber hallo, das ist ja fast so, als ob eine Tanzgruppe bestehend nur aus Pokémon einen Auftritt hat. Du denkst aber auch immer nur ans Tanzen, was, Tierno? Klar doch, selbst im Pokémon-Kämpfen hätte ich auch schon nach grazilen Tanzmoves. Da möchte ich immer gleich lostanzen, zum Beispiel bei der Attacke Schwertanz. Die ist einfach toll. Vielleicht gewinne ich deshalb nie. Aber wir gerade dabei sind, Marcy, du hast doch auch irgendwelche Attacken, die als coole Tanzmoves durchgehen, oder? Du musst mir unbedingt meinen Kampf zeigen. Was? Nein, ich habe dich geheilt. Nicht dir nur, nicht jetzt. Du nervst so schon. Jetzt fang nicht so an. Krebskorps. Okay. Haben wir Feechen noch vorne? Ja, ist leider noch paralysiert. So eine Kacke. Ansonsten sind wir mit Rankenhieb hier tatsächlich ganz gut am Start. Ja, ich bleib mal dabei. Die Paralyse stört halt extrem. Aber ansonsten, wir haben ja zwei Heil-Items. Eigentlich müssten wir noch einen aushalten, aber ich habe Angst vor einem kritischen Treffer. Deswegen nutze ich mal einen von den Supertränken, die ich mir so gekauft habe. Um uns wieder zu heilen. Weil jetzt ein Crit oder eine Paralyse oder sonst irgendwas, das wäre jetzt alles ganz doof. Deshalb lieber so und jetzt den Rankenhieb. Ja, wunderbar. Feechen hat einen Gegner besiegt. Alleine. Und Level 14 für Feechen. Ich habe, glaube ich, nur einen Paraheiler. Es kann sein, dass wir noch einen anderen Paraheiler bekommen haben durch Mitnahme. Oh, gab aber 1200 Pokédollar. Also Tino, du kannst gerne nochmal wiederkommen, wenn wir keine Paralyse haben. Oh, Marcy, ich meinte, Marcy. Es ist doof, wenn unser richtiger Name dasselbe wie unser Spitzname ist, dann, naja. Tino denkt wahrhaftig immer nur ans Tanzen. Auch bei der Gruppe von Pokémon eben hat er nur eine Tanzbewegung Ausschau gehalten. Ja, aber Trovato Tomato, es ist nun mal mein Traum, mit den besten Pokémon-Tanz der Welt auszudenken. Ich wurde geboren, um zu tanzen und das werde ich auch mein Leben lang tun. Dieser Traum passt natürlich perfekt zu dir, Tino. Ich möchte mit der gleichen Leidenschaft den Pokédex füllen. Es ist gut, ernsthaft ein Ziel zu verfolgen. Ich habe hier etwas Honig für dich, Marcy. Honige! Haben wir schon. Zwei gefunden. Wie es scheint, kann man mit Hilfe von Honig mehr Pokémon-Massenbegegnungen hervorrufen. Etwas, was mit diesem Spiel erfunden wurde. Und das Problem hatte, dass es sowas von leckt, dass es in der sechsten Generation gleich mal wieder abgeschafft wurde. Mehr oder weniger. Sind nämlich 5 Gegner gleichzeitig, was total bescheuert ist, weil die alle total underlevelt sind. Und wenn man eins davon fangen will, dann muss man 4 davon besiegen, weil man ja nur dann einen Ball werfen kann. Und ja, es leckt halt tierisch, wenn 6 Pokémon gleichzeitig im Kampf sind.
Wie es scheint, kam mit Hilfe von Honigen mehr Pokémon aus dem Begriff vorrufen. Deswegen dementsprechend wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch noch über Attacken verfügen würde, mit denen man mehrere Pokémon auf einmal treffen kann. Das haben wir tatsächlich mit Käfertrutz und Blubber. Oh, da oben ist ein Trainer. Wir sollten nicht an Items sparen. Dementsprechend gehen wir auf den Paraheiler, den einen, den wir haben. Und setzen da einen Supertrank und da einen Supertrank ein. Boah, Skoppel findet nichts mehr. Das ärgert mich voll. Der hat schon Ewigkeit nichts mehr gefunden. Die ganze Zeit, dass wir in der Stadt unterwegs waren, findet der nichts mehr. So, hier gibt es einen Supertrank. Okay, gut, dass wir gerade zwei eingesetzt haben. Ja, wir aktivieren nochmal ein, weil wir jetzt hier nochmal durch das Gras hier müssen. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da hinten Blumenfelder gab. Und ich in denen eben gesucht habe, weil ich hier irgendwas gesucht habe auf dieser Ebene und dann hinterher festgestellt habe, dass die in den Blumenfeldern häufiger vorkommen. Aber ein Kadabra jetzt schon, das ist tatsächlich nicht schlecht. Bist du schon Unlicht? Du bist leider noch nicht Unlicht. Oh, jetzt müssen wir irgendwas... Hier, Vivino, auf jeden Fall. Wir müssen irgendwas reinwechseln, was Psycho-resistet, weil Kadabra hat schon einen richtig krassen Spezialangriff und der kann dementsprechend auch schon mal richtig krass reinhauen. Zum Glück haben wir noch einen Vivino, der mit Käfertrutz sehr effektiv treffen kann. Spezialangriff ist auch noch gesenkt, dementsprechend wird sein nächster Angriff vermutlich nicht so stark sein, es sei denn, er setzt Psykraft ein. Ganz unsere Genauigkeit ist nämlich etwas gesunken und es wird schwieriger, ihn zu treffen. Oh, du mieses Stück. Du mieses Stück. Kadabra. Nimm den Käfertrutz irgendwie, verdammt. Aber sein Spezialangriff wurde zumindest einmal von uns gesenkt. Ah, es kann sein, wenn wir jetzt nicht treffen, dass ich einen weiteren Trank benutzen muss, aber es funktioniert. Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung von uns gewesen, Vivino ins Team zu nehmen. Und nicht, also Azuril. Also Azuril rauszuschmeißen und nicht Vivino mitzunehmen, weil Azuril hätte sich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mehr zu Meryl entwickelt und wäre immer noch völlig unnütz. Und Vivino hat uns jetzt hier schon in dieser Situation zumindest schon mal richtig den Arsch gerettet und auch in anderen Situationen. Hätte es uns sicherlich ganz schön geholfen. Und da oben sind tatsächlich die Blumenfelder. Ich wusste es doch. Oh. Und da ist der Sinebärenbaum. Hier kann man sich, glaube ich, täglich eine Sinebeere abholen. Aber gerade die Beeren, die werden wir in großer Vielfalt anpflanzen, weil wir die über das Let's Play, glaube ich, ziemlich oft benutzen müssen. Wir sollten auch dann definitiv mal mit Beeren spielen. Da oben ist das Gras, und das wir wollen. Lass mich vorbei. Schutz-Item brauche ich nicht nochmal einsetzen. Wir wollen in genau das Gras da oben. So, Feechen. Ich weiß nicht, wann du dich entwickelst, aber ich hoffe nicht viel zu spät. Ich hoffe noch irgendwie im 20er-Bereich rum. Nicht erst späten 20er oder so. Das wäre ganz böse. Bis dahin kriege ich dich, glaube ich, nicht durch. Dodo, wir haben nach wie vor keine Eis, keine Elektro im Team. Dodo ist auch schon Level 12, also die haben ganz schön angezogen mit den Leveln. Ich würde bevorzugen, auf Ninjump zu gehen, weil ich dem am ehesten zutraue, einen Dodo-Treffer einzustecken. Weil er schon entwickelt ist einfach. Ja, ganz gut. Und dann nimm die Aquawelle. So langsam begeben wir uns in das Gebiet, wo die Gegner nicht nur noch die schwächsten Erstentwicklungen einsetzen. Wie Burmel und Pichu und Co. Oh, Feechen in Landrasierblatt ist leider immer noch eine physische Attacke, aber sollte besser als Rankenhieb sein, glaube ich. Hohe Volltrefferquote bei 55er Stärke. Zu 45er Stärke, dafür nur eine 95%ige Trefferchance, aber trotzdem das Risiko gehe ich einfach mal ein. Dann trifft es vielleicht einmal weniger, aber dafür macht es auch einen Crit mehr und dann gleicht sich das vielleicht somit auch mehr oder weniger wieder aus. Okay, jetzt lass mich da oben rüber. Diese Delle, die da drin war, die würde, wenn wir nur langsam auf diese Dinger hier drauf gesprungen wären, würden wir an der Stelle wieder runtergeschmissen werden. Da wir mit Tempo drauf gesprungen sind, kommt man über diese Dellen auch rüber. Und hier ist die nächste TM, TM Klauenwetzer.
Verdammt, ich will jetzt zu diesen Blumen beten. Oh nein, Hilfe! Da sind die... Nein! Ich wollte jetzt zu den Blumen beten, ohne noch meinen Trainer zu laufen. Mann, ja, wir müssen die Trainer eh alle jetzt machen, aber... Ich hatte gehofft, wir kommen auch so zu den Blumen beten. Guten Tag, Vegimak. Die sind halt echt auf einem ganz schön hohen Level mittlerweile. Gehen wir mal auf Fireshine, oder? Ne, Flügler. Flügler braucht die Erfahrungspunkte für seine Entwicklung. Fireshine wird noch ein bisschen brauchen mit der Entwicklung. Von daher sollte das hier besser sein. Flügler, nimm den Windstoß. Flügler braucht die Entwicklung momentan auch dringender als Fireshine. Also macht den Windstoß, hau das Vegimak weg, das sollte ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Aber das waren weniger als ich dachte, die Affen haben am Anfang auch deutlich mehr Erfahrungspunkte gebracht als jetzt noch. Ja, die Gegner nehmen hier von der Schwierigkeit her zu. Also obwohl ich schon relativ viel offscreen gelevelt habe, hinken wir immer noch so ein bisschen daher. Warum haben wir immer noch keine VMs der Schneider? Oh, wir sind schon da. Na gut, dann gib mir mal meine Routen-Pokémon. Es ist... Oh! Ein Mehikel. Das ist geil. Feenbrise hältst du doch wohl aus, bitte. Ja. Dann würde er vermutlich sogar ein Rasierblatt aushalten, aber da ist mir jetzt die Chance auf einen Crit zu hoch. Deswegen nimm du bitte mal den Pokéball. Ich habe ja hier meine Liste und ich kann ja sagen, ich hatte dich ja schon mal vorgelesen in einem der letzten Weiß-2-Parts, was so meine Teamplanung gewesen wäre. Und tatsächlich wäre meine Teamplanung für meinen Pokémon Y-Let's Play ein Chevrum gewesen. Das heißt, ein Mehikel, das nehme ich eigentlich deutlich lieber als... einen Bisasam mit, weil Bisasam habe ich schon öfter mal trainiert, aber ein Mehikel noch nicht. Also wenn wir mal ein Pflanzen-Pokémon brauchen, kann ich mir vorstellen, dass wir Mehikel ins Team nehmen. Nö, Spitznamen brauchen... Oh Gott, natürlich brauchen wir einen Spitznamen. Ich bin so doof. Ja, aber hier ist ja zum Glück in der nächsten Stadt der Namensbewerter. Das heißt, da können wir die ganzen Spitznamen endlich mal nachholen. Werde ich aber wahrscheinlich dann offscreen machen. Einerseits, weil mir dann bessere Ideen kommen, andererseits, weil wir eine ganze Menge dann austauschen müssen. Hier, Vivillon braucht einen, Skoppel braucht einen, Bisasam hat einen, glaube ich. Aber jetzt auch Mehikel braucht noch einen. Dementsprechend, die werde ich dann alle nachholen. Gehen wir jetzt hier erstmal auf der Route weiter. Obwohl, nein, gehen wir erstmal unten ins Pokécenter, um uns zu heilen, damit wir jetzt keine Tränke verschwenden müssen. Oh. Vielen Dank, dass Sie sich für den Hololock entschieden haben. Der Hololock wurde im Labor von Flordelis entwickelt, um den Alltag der Pokémon-Trainer zu erleichtern und zu bereichern. Wir hoffen, dass du mit dem Gerät zufrieden bist und weiterhin seine Dienste in Anspruch nimmst. Danke. Automatische Nachricht. Diese Spam-Mails immer ist ja furchtbar. Oder diese Spam-Holos. Ja, was geht ab? Achso, du bist der Boxentyp. Alles klar. Nö, dann danke, mehr brauche ich nicht. Die TM-Raub. Das ist cool. Eine Unlichtattacke könnte vielleicht unser... Ja, du mich auch. Man könnte vielleicht unser Amphizel schon mal lernen. Ninjump. Was hältst du davon? Wir können sogar relativ viele lernen, aber bei Ninja macht es am meisten Sinn. Da er eben zu einem Unlicht-Pokémon wird. Und dann können wir Blubber raushauen. Hat der schon mal ein ganz ausgewogenes Moveset? Wie ist jetzt eigentlich mit Trugschlag? Kann immer noch keiner, ne? Rückkehr sollten wir mittlerweile tatsächlich mal für Skoppel in Betracht ziehen. Finde ich tatsächlich mittlerweile besser als Bodycheck, weil die traue ich mich einfach immer nicht, weil ich da von den Rückstoß Angst habe. Und in der Nuzlocke ist ein Rückstoß nie gut. Deshalb würde ich, glaube ich, lieber die Rückkehr nehmen. Solange wie sie noch schwach ist, nutzen wir dann eben Ruckzuckhieb, aber vielleicht ist es auch schon stark genug, dass es besser ist als Ruckzuckhieb. Hast du noch was zu erzählen? Nö, auch nur über die Pokémon-Lagerungsdinger. Die Stadterkundung machen wir später, wenn wir die Trainer auf der Route erledigt haben. Jetzt ist erstmal wichtig, da ist der Namensbewerter übrigens. Mit dem werden wir dann eine ganze Menge nachholen. Eins können wir ja schon mal machen. Ja, mach mal bitte, weil da habe ich mir ja schon einen überlegt. Der ist ja relativ offensichtlich jetzt mittlerweile. Ja,
Das machen wir. Wir nennen das Ganze jetzt Papillon. Einfach, weil ich ihn immer so genannt habe, von Anfang an. Und jetzt heißt er wirklich so, jetzt kann ich mich nicht mehr damit versprechen. Wahrscheinlich werde ich ja bitte mal Vivillon sagen. Heil mich mal bitte. Aber wie gesagt, Papillon wird wahrscheinlich auch als allererstes aus dem Team fliegen. Das heißt, dann hätten wir ja tatsächlich Platz für einen Pflanzen-Pokémon im Team. Auch wenn Flabébé ein bisschen auch den Pflanzenpart übernimmt. Aber naja, momentan ist es halt wirklich noch unnütz. Und bevor wir keinen Leuchtstein finden, ist es ja vielleicht sogar ganz gut, dann noch ein richtiges Pflanzen-Pokémon drin zu haben. Und ich würde jetzt tatsächlich Mehikel, ja, würde ich, glaube ich, Bisasam vorziehen. Unfassbar, wir haben immer noch keinen Verlust gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bis hierhin kommen ohne einen einzigen Verlust. Aber wie gesagt, wir merken ja schon hier auf der Route, es zieht langsam an. Das Problem ist, dass die meisten unserer Pokémon immer noch nicht entwickelt sind. Und je stärker die Gegner werden, wie geht, wenn die zwischen Kadabras und Co. kommen, kann durchaus mal passieren, dass wir so einen Switch nicht überleben. Wenn die alle am Anfang nur mit Tackle und, keine Ahnung, Blutsauger und Co. angreifen oder so ein Wieso in den Kampf schicken, dann ist es relativ safe, können wir immer auf den, können wir immer relativ neutral angreifen oder auf den wechseln, der jetzt gerade am meisten Sinn ergibt. Aber später müssen wir tatsächlich ein bisschen auf die Verteidigungswerte achten, die unserem Team momentan halt relativ, ja, eigentlich jedem fehlen. Also eigentlich jedem Teammitglied fehlen uns noch so ein bisschen die Verteidigungswerte. Und da wird ab jetzt jeder Wechsel zu einem, ja, Problem. Und wenn die Trainer dann jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr zunehmen, dann wird es halt auch immer härter. Und so ein Wechsel kann da tatsächlich dann schon zum Tod führen. Also ich denke mal, je länger es dauert, umso häufiger werden wir dann auch Verluste bekommen. Ich mache jetzt mal eine Rückkehr. Die zieht verdammt viel ab, okay. Ich wollte jetzt eigentlich mal vergleichen, wie viel das im Vergleich zum Ruckzuckhieb macht. Da habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so viel Schaden macht. Von daher bin ich damit aktuell ganz zufrieden. Wir müssen jetzt nur Feechen irgendwie dazu bringen, dass es sich entwickelt. Dann muss ich es nicht mehr weiterhin vorne tragen. Oh, da ist noch ein Item, was wir noch nicht haben. Aber gegen dich müssen wir ja auch noch kämpfen und gegen die andere Rollerskaterin da oben ebenfalls, die wir ausgelassen haben. Ein Beezer. Du wirst leider zu später erst zu einem Wasser-Pokémon mit Bidifass, sonst hätten wir jetzt hier mit Rasierblatt wieder eine gute Chance gehabt. So geht's zurück auf Skoppel, der irgendwie nichts mehr findet mit seiner Mitnahme. Das ist ganz komisch. Am Anfang beim Training alle 2 Minuten hat er ein Item gefunden und jetzt rennen wir hier schon seit Ewigkeiten mit ihm durch die Gegend und er findet einfach nichts. Angriff sinkt. Er macht trotzdem mal Rückkehr. Wow. Ich glaube, er hat uns schon lieber, als ich gedacht habe. Ich meine, da ist ja auch noch Step drauf auf die Rückkehr, deswegen ist die ja auch so gut auf ihm. Aber das hätte ich nicht erwartet, dass die so viel schon abzieht. Mirapla. Ja. Gehen wir auf Flügler. Gott, aber wie es in den Kämpfen schon ab und zu hier leckt. Ich meine, ich spiele auf einem New 3DS. Und nicht auf einem normalen. Das heißt, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es so viel leckt, aber kam mir so vor, als wenn es in Ultrasonne und Ultramond nicht so viel geleckt hat. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich in letzter Zeit, die Flinklaue, ich glaube, die war jetzt nicht nötig, aber hat sich zumindest mal bemerkbar gemacht, da ich jetzt vorher Pokémon Schwarz, beziehungsweise Weiß 2 gespielt habe und dass der 3DS natürlich noch lockerer mit deutlich weniger Lecks hinbekommen hat. Ich bin dann mal auf das HD-Pokémon auf der Switch gespannt. Ob man dann überhaupt noch Lecks hat. Oder ob man dann auch diese Massenbegegnung hier einfach da problemlos darstellen kann. Das wäre sehr schön. Hier. Ein X-Angriff. Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber vielleicht wird es tatsächlich in diesem Let's Play relativ sinnvoll, auch sowas mal zu nutzen. Achso, ich habe den Schutz ja gar nicht mehr aktiv. Ich habe gerade eben schon gehört, so hoch sind hier die wilden Pokémon gelevelt. Ein weiteres Mehikel. Vielleicht lag es in dem Mehikel. War das das Mehikel, was ich hier gesucht habe, weshalb ich extra in dieses Gras gegangen bin, nicht ins andere? Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass wir eins haben. Wie gesagt, das finde ich deutlich interessanter als ein Bisasam. Und ich finde es immer ganz gut, von jedem zwei Pokémon, also von jedem Typen, zumindest noch einen Reservetyp auf Lager zu haben. Also wenn wir Mehikel reinnehmen und Mehikel durch irgendeinen dummen Zufall mal sterben muss, dass wir dann nicht sagen müssen, scheiße, wir haben keinen Pflanzen-Pokémon mehr, sondern noch ein zweites auf Reserve zu haben, ist ganz gut. Hätte ich das allerdings gewusst, dass wir direkt hier ein Pflanzen-Pokémon fürs Team bekommen,
hätte ich natürlich dann doch lieber Glumanda genommen statt Bisasam. Aber das konnte ich nicht wissen. Nur auch der Gifttyp von die Bisasam ist etwas, was wir nicht haben und was uns später gegen Feentypen vielleicht von, ja, großer Hilfe sein könnte. Und Feechen, ich glaube, ich unterschätze es mittlerweile schon. Also jetzt auch mit Rasierblatt und Co. kann Feechen, glaube ich, jetzt auch schon von sich aus ein bisschen mehr reißen. Das Problem ist eben, dass eigentlich Flabébé und seine Evolutionsreihe auf Spezialangriff ausgelegt ist und der Typ von Flabébé eben ein Minus-Spezialangriff ist. Was uns echt Probleme bereitet. Okay, das ist jetzt ein Problem. Er darf sich nicht weiter boosten. Fireshine. Da habe ich über Flügler jetzt schon Angst, dass der einen Angriff nicht mehr aushält. Fireshine ist zum Glück noch full life. Wenn der Gegner anfängt, sich mit Wachstum zu boosten, wird's bitter. Jetzt müssen wir den One-Hitten, aber er hat ja fast nur noch Half-Life und eine Glut. Sehr effektiv, sollte ihn hoffentlich wegbrennen. Weil zweifach geboosteter Angriff und Spezialangriff ist jetzt bitter. Also er hätte jetzt richtig böse ins Auge gehen können. Da wollte ich das Risiko mit Feechen nicht eingehen. Aber das müsste der letzte Trainer auf dieser Route gewesen sein, oder die letzte Trainerin. Von daher machen wir uns dann auf den Weg in die Stadt. Haben wir ja die kleine Stadterkundung eben schon mal so halb angefangen. Bringen die jetzt zu Ende. Ja, ich glaube, hier gibt es wirklich nur Michike in dem Niedergras. Aber wie gesagt, damit war ich zufrieden. Vielleicht war das auch das Pokémon, was ich damals gesucht habe und von dem ich mir so gedacht habe, oh wow, das gibt es nur hier und nicht da hinten. Also das Gras hier ist viel geiler als das da hinten. Vielleicht war das ja der Grund, weshalb ich damals meinte, dass das Blumengras viel besser wäre als das andere. Ich bin damit, wie gesagt, mehr als nur zufrieden. Beerensaft bekommen wir auch noch. Ist doch alles super hier. Okay. Was? Also du kannst nach allen Typen fragen, aber zu dem Zeitpunkt des Spiels nach einem Pokémon von Typ Drache zu fragen, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, du mich auch. Nein, ich will nicht... Ich wollte gerne mit den anderen noch sprechen, aber wahrscheinlich geben die nichts, wenn der da vorne schon was von uns will. Oh, doch, ein Herzkonfekt. Da hat sich dann doch nochmal gelohnt. Wir sind über jedes Heil-Item, was uns geschenkt wird, aktuell dankbar. Das ist nämlich alles gespartes Geld. Denn ich habe ja eine große Inflation im Vergleich zu sonstigen Let's Plays, die ich gemacht habe. Da haben wir deutlich weniger Heil-Items verbraten als hier. Ah, hier ist ein Hotel, okay. Haben deine Gäste irgendwas Interessantes für mich? Der Part ist jetzt quasi vorbei. Wir beenden jetzt nach dieser Stadterkundung dann auch den heutigen Part. Und offscreen werde ich dann auch Mehike. Ja, ich werde Mehike nicht im Teamlevel anpassen, da wir für Mehike momentan im Team keinen Platz haben. Ich werde Vivillon noch so lange mitschleppen, wie es geht. Und wenn ich merke, dass Vivillons Kraft mittlerweile... Oh, du schon wieder. Ja, gib uns eine neue Urkraft. Spezialangriffskraft Level 1. Vielen Dank. Lass mich. Es gibt eine Erfahrungspunktekraft von ihm und die wäre natürlich ganz gut fürs Offscreen-Leveln. Die würde ich dann auch definitiv aktivieren. Die anderen interessieren mich aktuell nicht so. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas wollte ich eben noch erzählen. Ach ja, genau. Deswegen werde ich... Mehike ist momentan Kandidat Nummer 1. Um ins Team aufgenommen zu werden, sobald halt irgendjemand anderes ausscheidet. Aber solange noch kein anderer ausscheidet, bleibt er noch drin. Und wie gesagt, Kandidat Nummer 1, der ausgeschieden sein soll, wird vermutlich Vivillon. Aber Mehike entwickelt sich, glaube ich, so Anfang der 30er. Und bevor er sich entwickelt, ist er eben genauso wie alle anderen in unserem Team noch ein leichtes Opfer. Und solange wir, wenn wir halt aktuell ein voll entwickeltes Pokémon haben, hält das auch deutlich mehr aus als alle anderen. Und ich würde sagen, ich nehme Vivillon genau dann aus dem Team, wenn die Level Cap, die wir haben, groß genug ist, um mindestens jedes Teammitglied einmal entwickelt zu haben. Also jedes Teammitglied mindestens einmal entwickelt zu haben, so. Dann kann ich Vivillon rauspacken, weil dann wird es nicht mehr notwendig. Aber aktuell, wo wir uns halt noch unter 25 aufhalten müssen, wird es für einige im Team tatsächlich noch sehr eng. Auch ein Skoppel oder so. Je näher es dem Grabbit kommt, umso näher läuft es Gefahr, vom Gegner mal gewone-hitted zu werden. Mit einer Attacke, die man nicht kommen sieht. Und solange möchte ich gerne Vivillon als
jemanden drin haben, zu dem man auch mal safe rüberwechseln kann, ohne Angst zu haben, dass es gewonnen wird. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.